So, und noch einmal ein Video aus der Ausbildung. Erstmal möchte ich euch aufmerksam machen, wie locker und entspannt alles ist, wie lachen alle. Es ist oft so in der Ausbildung, wir haben wirklich lustige Situationen gehabt. Und ich nutze auch diesen Faktor des Spaß, Humor, auch um das Ganze zu lockern, weil viele Menschen haben auch wirklich Angst vor Hypnose. Sie denken, es sei irgendwas, was weiß ich, wie so eine Hexerei. Ist es aber nicht. Ich benutze nur ganz einfache, ganz normale Fähigkeiten der Menschen, um sie zu helfen, damit sie ihre Ziele erreichen. Und um das zu demonstrieren, manchmal benutze ich eben diesen Humor, so wie jetzt hier zum Beispiel. Ich bitte diesen Mensch, mich zu folgen, sozusagen. Genau. Das heißt, ich gebe ihm zwar die Hand, aber die Hand halte ich nicht fest. Und dann gehe ich weiter weg und er folgt mich. Das heißt, ist für mich auch gut zu sehen, okay, er macht mit. Er hat Interesse mitzumachen, er möchte gerne mitmachen, möchte gerne lernen. Und dann trickse ich ihm ein bisschen, wie bei Blitzhypnose halt. Jetzt schaut ihr das. Okay, ich möchte folgendes. Du schaust jetzt auf das Video Schlaf. Okay, ich sage, ich möchte folgendes. Du schaust jetzt auf das Video Schlaf. In dem Moment, wo ich Schlaf sage, ziehe ich seine Hand. In dem Moment ist er nicht, hat er nicht erwartet, er ist überfordert. Und dadurch, dass ich aber den Kommando gebe, den Signal gebe, Schlaf, sein Gehirn lässt einfach los. Zack, Schlaf. Du schaust jetzt auf das Video Schlaf. Genau. Dann, wenn er so ist, teste ich seine Hände und seine Arme, wie locker sie sind. Da kann man auch testen, wie weit ist er. Das ist richtig locker und super entspannt. Frisch und wach, sehr gut. Okay, man sagt hier frisch und wach, aber im Grunde... Bei dir haben wir schon. Im Grunde ist er nicht wirklich frisch und wach. Also der ist nicht wirklich raus aus der Hypnose. Ich mache so Runden, wo ich die Leute nicht ganz raus aus der Hypnose oder aus der Trance raushole, um zu zeigen, dass man eben noch fraktionieren kann. Fraktionieren bedeutet, man kann rein und raus. Und die Menschen gehen noch tiefer rein, das zeige ich dann. Und dann, wenn ich das gezeigt habe, natürlich hole ich die Menschen wieder raus, aus der Trance komplett, auch während der Ausbildung. Ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und du hast wieder was gelernt. Wenn du Fragen hast, melde dich.